Ich wollte einen Schlussstrich ziehen, um mir Miriam aus dem Kopf zu schlagen. Ja, das ist auch eine kluge Strategie. Strategie? Hier geht's doch nicht um irgendein Geschäft. Ja, das weiß ich. Ich liebe Miriam, ob ich sie haben kann oder nicht. Da musst du eben deine Strategie ändern. Pater, du klingst wie irgend so ein Militärfritze. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Und manchmal muss man tollkühn sein und unvernünftig handeln. Ja, das ist ja auch eigentlich meine Stärke. Eben. Denk an deinen ach so vernünftigen Bruder Alexander. Der hat auch die Hoffnung nie aufgegeben, obwohl alles gegen eine Beziehung zu Laura sprach. Ja, aber da war das anders. Da kamen die Hindernisse von außen. Bei mir und Miriam hingegen, da ist es ganz ähnlich. Alexander war mit Katharina verheiratet und Miriam ist es mit Felix. Und warum? Weil ich es vermasselt habe. Miriam wollte mich nicht mehr, weil ich stur, impulsiv und eifersüchtig war. Felix hingegen, Felix, der große Frauenversteher. Ach, Felix, der immer alles richtig macht. Unsinn, Robert, der Mann ist ein Spieler. Er war es, er ist es nicht mehr. Es ist zu spät, Vater. Ich habe Miriam verloren. Ich verstehe, dass dich deine neue alte Geliebte aus taktischen Gründen zur Arbeit begleiten soll, aber muss es denn so früh sein? Ich bin Bauer und Bauer. Als Bauer stehe ich morgens mit den Hühnern auf. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Weib. Ja, und wie ich sehe, hat sich das auch schon gelohnt. Da stehe ich doch glatt vor den Hühnern auf. Guten Morgen. Na, haben Sie sich schon von Samir verabschiedet? Die Frau von Heidenberg. Was ist denn los? Sehen ja aus, als ob sie ein Gespenst gesehen hätten. Dass es ihnen mal die Sprache verschlägt, das habe ich auch noch nie erlebt. Die Kalkulation. Ja, danke. Ach, eine Frage noch. Dieses Projekt Symphonie der Sinne von Herrn Saalfeld und Frau Tarasch, können Sie mich da bitte über den neuesten Stand informieren? Nein. Also ich meine, ich würde, wenn ich könnte. Aber fragen Sie doch direkt Herrn Saalfeld oder Frau Miriam Tarasch. Ja, aber dann können Sie vielleicht Ihrem Freund ausrichten. Nein. Frau Dammann, was soll's? Sie würden es eh irgendwann erfahren. Herr Saalfeld und ich, wir haben uns getrennt. Was? Saalfeld? Also ich bin auf der Suche nach dem Stallburschen, weil wir haben da... Hallo, Frau Tarasch. Ja, haben Sie ihn gesehen? Nein? Frau Dammann, war es das? Ja, natürlich, aber... Frau Tarasch, es tut mir wirklich leid für Sie. Auch für Ihren Bruder. Für meinen Bruder? Ja, oder bleibt Frau Miriam Tarasch bei ihrem Mann. Ja, natürlich. Die beiden sind glücklich verheiratet. Ja, den Eindruck hatte ich aber nicht. Woher wollen Sie das? Frau Dammann, sagen Sie mir jetzt bitte sofort, weshalb sich Miriam von Felix trennen sollte. Lieber Gott, bitte hilf mir. Wenn du schon drauf bestehst, dass ich zu dir komme, dann sorg wenigstens auch dafür, dass die Hildegard nicht allein bleibt. Irgendwer muss doch für sie da sein, wenn ich einmal, ich meine, wenn ich nicht mehr bin. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Alle akzeptablen Männer, die ich kenne, sind schon vergeben. Jetzt bist du dran, gib mir bitte wenigstens ein Zeichen. Wer könnte der Mann sein, der der Hildegard in dieser Situation beisteht? Grüß Gott, Herr Songbichler. Sie sind ja ganz schön früh auf die Beine. Sagen Sie bitte der Küche, ich möchte keine Extras. Einfach nur ein ganz normales, kleines Frühstück. Selbstverständlich wird gemacht.
Ich bin das Letzte. Wie kann ich Victoria trösten, wo ich sie so hintergangen habe? Meine beste Freundin. Und wenn ich ihr die Wahrheit über Robert und mich gesagt hätte? Das hätte niemandem was genützt. Robert liebt Victoria nicht, so oder so. Und Felix, er würde mich sofort verlassen. Womöglich würde er die Therapie abbrechen und wieder anfangen zu spielen. Er darf es nicht erfahren. Er muss erst seine Sucht überwinden und ich muss ihn unterstützen, so gut ich kann. Hey, willst du mit mir frühstücken? Ich hab grad bestellt. Was hast du? Wann hättest du es mir gesagt? Wenn wir alt und grau sind?